Hallo und herzlich willkommen zurück zu LOL. Zu TFT Ranked. Ich hole mir den Bogen. Es ist der 9.14er Patch und bisschen was hat sich geändert. Bis jetzt hatten wir richtig viel Glück mit Ranked, also nicht. Wir waren ständig 8er, 6er Platz, mal schauen, wie ich das schneide oder ob ich das hochlade, weil es war nicht sehr interessant. Es war immer so, ja, ich habe immer zu spät die richtigen Items oder richtigen Champions bekommen. Und ja. Ja. Wir können von Anfang an auch versuchen auf... was ist das denn? Auf Glacial zu gehen. Ja. Muss mal schauen, was die anderen machen. Muss mal schauen, was die anderen machen. Wir können auch den verkaufen, den Braum. Aber es ist halt schon ein guter Tank, also lassen wir ihn mal hier. Du schlägst wie Babyziege, noch keine Hörner. Ich habe keine Ahnung, warum das immer noch hier ist. Also das nimmt niemand. Aber niemand, den ich kenne, nimmt dieses Item. Der Träger hat jede Sekunde eine Chance auf 5% 100% kritischen Treffer zu machen. Nee, von 5% auf 100 kritisch. Aber jede Sekunde 5%. Das heißt, in 20 Sekunden bekommt man eine 100% kritisch, aber wenn man schnell genug angreift, dann ja. Du schlägst wie Babyziege, noch keine. Also das ist Blutdürster zusammen. Ach geil, das sieht man jetzt. Ah, das ist geil. So, was nehmen wir denn hier? Wir könnten Zauberer und Bestie kombinieren oder Gestaltenwandler, also quasi mit Nah, Nidalee und Shyvana mit Aurelion Sol zusammen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit. So, habe ich beide ver... Nee, wir spielen erst eins. Gut. Wir können auch auf Revolver gehen. Und Pirat. Tu. Der geht Revolver. Assassine. Das war nicht gut. Also, nicht gut, dass wir gewonnen haben.
Gestaltwandler. Okay, ein Gestaltwandler auf der Bank, zwei Jordel, zwei Revolver. Ah, schade. Zweimal gestunt ist echt böse. Aber trotzdem macht die halt immer noch richtig viel Damage. Ist gar nicht schlecht. So. Was wollen wir? Was brauchen wir? Was bekommen wir? Wir könnten auf Ash gehen, weil erstens hat sie den Bogen, ist immer gut. Und zweitens haben wir dann zwei Bogenschützen. Wir können auch auf Shyvana gehen. Dann haben wir nämlich schon drei Gestaltenwandler. Das wurde jetzt auf 60 runtergemacht. Vorher war es, glaube ich, 100. Und die Träne ist auch immer gut. Also dann bekommt sie quasi Träne und... ja, wobei... Das bringt es ihr ja gar nicht. Ja, machen wir trotzdem so. Und hier verkaufen wir ihn für Jordel. Ihn noch nicht. Ihn will ich noch nicht aufgeben. Dafür gebe ich aber die beiden auf. Das ist übrigens auch neu, dass die jetzt nicht sterben müssen, um eben zu heilen, sondern eben nur low werden. Genau. Ja, jetzt bekomme ich natürlich die. Den hauen wir weg. Hier könnten wir Blutdürster geben. Das ist gar nicht schlecht. Dann hat sie sich noch mehr. Auch viele Items. Oder wahrscheinlich sieht es nur so aus. Okay, das gewinnen wir jetzt auch. Oder es ist. Nee. Nidalee ist gut. So. Wenn wir Brand bekommen, können wir sofort auf Elemental gehen. Hier ist Level 2. Das wäre der zweite Dämon. Und Dämon ist auch sehr, sehr strong. Und es ist Morgana. Manche haben Draven als Triggerpunkt und ich habe Morgana. Also, ja, Morgana und Ashe.
Aber also Ash passt nicht überall rein, aber Morgana mehr, weil sie halt auch richtig schön stunnen kann. Wenn sie will. Nur ein Item ist nicht so gut. Worauf geht er eigentlich? Okay, er geht auf. Okay. Autsch. Nidalee habe ich nochmal. Und Shyvana. Dann kommst du weg. Ah, Morgana kommt. Entschuldigung. Voll Assassine. Sechser Assassine, wow. Mit fetten Schild. Wie gemein. Alter. Das war gemein. So. Der hat auch wieder gewonnen. Alter, wie viele Items der gerade hatte. Klingenmeister und Sprungschütze Eiswesen. Super. So. Lulu können wir auch rein tun. Nee, aber nee. Imperial. Okay, das schaffen wir. Ich hätte auch wieder Bock, Brand als Full Carry zu machen. Weil der ist echt lustig. Der macht echt Spaß. Gut. Aber wir sparen jetzt. Jetzt fangen wir mal an zu sparen. Okay, das mal. Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wir sind wieder gegen Assassinen unterwegs. Und gegen drei Bogenschützen. Aber ich glaube, das könnten wir schaffen. Ja. Ja, der hat voll gespart hier. Aber trotzdem hat er echt nicht. Also. Der hatte dann eine richtig gute Picks. Dass er dann so viel sparen kann. So, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was ist denn da? BF ist immer sehr schön. Dann nehmen wir nicht BF. Dann nehmen wir ja, Leona. Dann nehmen wir Leona. Aber was wollen wir mit der?
Leona ist ein Bewahrer. Das ist auch ein Bewahrer. Ja, aber das. Nee. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Wir sparen. Wir brauchen den Nah. Dann haben wir nämlich noch eine Bestie und Gestaltenwandler. Dann können wir vielleicht einen anderen Gestaltenwandler rausholen. Wir holen den Twisted Fate, falls wir noch Magier gehen. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alter, 7 Items. Rain, mit Rain können wir eigentlich nicht viel anfangen, wenn ich ehrlich bin. Ja, was wollen wir mit Rain? Also an sich, Rain ist schon solider, guter Charakter, aber wenn man hier nicht auf sie baut, dann bringt sie nichts. Shyvana ist jetzt auch wirklich solide. 3,70. Angriffsschaden als Drache nur 1,50. Okay, das ist jetzt auch nicht so gut. Aber sie verbrennt halt die. Naja, mal schauen. So, hier ist nochmal Vega. Den holen wir uns jetzt nicht, weil das wäre zu viel. Also, wenn wir jetzt noch versuchen, ihn auf Level 3 zu bekommen. Ja, warum nicht? Das Gute ist, er hat ziemlich. Ah, der Vega greift halt auch den Level 2 an. Nicht eher Level 1 oder so. Brauche ich einen Megastunner. Was ist das denn? Hallo? Ich weiß, was in den Schatten lauert. Dann machen wir das jetzt so. Und Gestalt. Ach, verdammt. Und
vielleicht war das falsch. 2, 4, 6, 7. Der ist schon Level up. Jetzt haben wir halt Erzmagier, aber keinen gestalteten Wand haben wir. Ich glaube, ich mache es wieder zurück, weil dafür bin ich noch nicht bereit. Also die müssen noch aufsteigen. Ja. Das wäre auch super. Gut, 2, 4, 6. Na, das ist voll Eis. 1, 2, 3, 4. Viermal Eis. Ha, greift doch nicht den Level 2 an, Junge. Der greift nur Level 2 an. Ja, dein Tod. Haha. Gut. Für uns ist er sehr attraktiv. Die Rüstung. Anivia natürlich. Anivia ist super als als Elemental. Da könnten wir jetzt sogar statt Brand das machen. Statt Brand. Aber Brand ja. Warte, dann machen wir das so. Die Elise. Brand ist halt. Jetzt haben wir Eis, Elemental und Ding. Mal schauen. Mal schauen. Swain. Gestaltenwandler und Dämon. Gut, Swain ist natürlich super. Gestaltwandler. So, und er noch. Gestaltwandler, Elemental. Okay. Aber jetzt habe ich 4 Gestaltwandler. Echt? 1, 2, 3. Ja, doch 4. Das tut für ihn jetzt weh. Gut.
So ist es besser. Vorerst. Sobald der Level 3 ist, kommt er wieder rein. Ja, das verlieren wir. Da kommen wir nicht hin. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Der wäre auch super. Giovanna war zwar kurz davor, Level 3 zu werden, aber ich tue lieber Blitz rein, damit wir seine Backline aufbrechen können. Niemand. Secho ist eigentlich immer gut. Wen holen wir stattdessen rein? Es gibt gerade keinen, den man austauschen könnte, leider. Okay. Ja, hier wäre es zum Beispiel richtig gut, einen von da hinten nach vorne zu holen. Aber ich glaube, das schaffen wir so. Oder auch nicht. Ja doch, gut. Der Schläger könnte die Nidalee dann ablösen. BF. BF, BF, BF. BF oder Bogen. Oder ihn. Danke. Jetzt haben wir nämlich auch zwei Brawler.
Sehr gut. Sehr schlecht. Das Eisige ist halt richtig heftig. Puh, du, 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 du. Hier ist eine. Richtig. Katus ist auch super. Aber jetzt nicht. Schon wieder der Assassine. Wo sind meine Hände? Oh Gott. Was war das denn? Alter.